Ja, das sieht leerstehend aus. Speichere erstmal. Ist immer nicht verkehrt. Immer nicht verkehrt, genau. Kann ich da was, irgendwas angrabbeln? Das Buch kann ich nicht angrabbeln. Das kann ich angrabbeln. Erstmal ein bisschen gucken hier. Sonst noch was? Nope. Ah, ein bisschen Essen hier. Guck mal, vier Stühle. Können wir uns alle hinsetzen. Also Lukas natürlich. Und erstmal schön fressen. Ah, da ist eine Tür. Wie ihr wünscht. Ja, es scheint doch nicht so leer stehen zu sein, wenn da unten ein paar Söldner rumgammeln. Machen wir mal Verstohlenheit hier. Oh, ist das ein Blutmagier? Blutmagier kann erstmal verschwinden. Blutmagier sind sehr gefährlich. Zack. Autsch. Bitte keine eisige Umarmung. Oh Gott. Ich glaube, es könnte schwierig werden. Leute, helft mir mal bitte. Komm, mach den Zweihaffenstreich. Dann ist er sicher tot. Jawohl. Oh, der dreht sich gerade um. Das ist sehr gut, oder? Ja, der greift Lukas an. Wunderbar. Zack. Und dann können wir uns mal um den Bogenschützen, der nervt. Na komm, so einfach drauf hier. Verteidigung schwächen. Oh. Shit, bin ein bisschen knapp am Leben. Täub ihn mal. Genau. Zack. Wunderbar. Ach, das war's schon. Sehr schön. Oh, guck mal, hier können wir ein bisschen Schach spielen. Moment, Moment. Das Spiel muss ich analysieren. Also, wir haben hier. Ja, geil. Wir haben hier nur noch Bauern und einen umgefallenen König. Ich glaube, die checken das nicht so ganz, wie man Schach spielt. Ja, toll. Okay. Was hat er denn? Schlüssel zur Haustür. Ah, das ist ja praktisch. Rüstungsständer. Lederrüstung. Ist die besser als meine? Ja, ist sie. Da würde ich die auch gerne anziehen. Was haben wir hier? Was ist das für ein Spiel? Keine Ahnung, das Spiel der weiß-schwarzen Plättchen auf irgendeinem fetzen Papier. Wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht? So. Lukas. Hast du hier drin was gewittert? Glückliches Bellen. Siehst du etwas Interessantes? Ein Stück Holz gefunden. Okay. Ich glaube, es ist, aber es könnte als Waffe dienen. Ein Stück Holz. Was zum... Der Langbogen, oder? Der Stab? Ah, das Holzstück. Ein Zauberstab ist es also. Morrigan, was hast du für einen Zauberstab? Aber Morrigan kriegt plus 1 Magie durch den anderen. Aber der hat mehr Zauberkraft. Ja, komm, kriegst mal den Zauberstab. Der könnte besser sein. Ich weiß nicht genau, wie viel Magie ausmacht, aber naja. So, Dolch, Stufe 1 war ich definitiv nicht so. Warte, hier die Rüstung. Der hier, ne? Der hier kann ich tragen. Wunderbar. Oh, schick, schick. Das hier, nope. Ich mache mal so ein paar Accessoires hier. Da haben wir praktisch nix. Stimmt, die Leiche haben wir gefunden. Haben wir die Quest mit der Leiche schon abgegeben? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall knacken wir erstmal. Wir schließen sie auf. Und speichern. Hallo. Hi. Ist hier jemand? Nö, hier ist noch alles leer. Alles cool. Hier ist noch ein Fass. Mit einer einzigen kleinen Elfenwurzel drin. Ich speichere nochmal. So.
Kann ich jetzt noch Verstohlenheit machen? Nee, schade. Ich dachte, vielleicht, weil sie mich noch nicht gesehen haben, aber... ist hier auch ein Blutmarke irgendwo? Scheint nicht so. Dann kümmere ich mich um den Bogenschützen. Ja, erstmal betäuben. Und Verteidigung senken. Könntest du mich genau in Ruhe lassen? Dankeschön. Sehr freundlich von dir. Ich krieg trotzdem hier so ein bisschen aufs Maul. Oh Gott. Kommt der Kunari-Söldner. Na, den möchte ich gerne nicht im Nacken haben. Gehe ich lieber mal ein bisschen weg. Zack. Zack. Ezra kriegt richtig aufs Fressbrett. Okay. Was ich mal kurz machen will. Mir ist aufgefallen bei Morrigan. Sie macht immer mal... wo geht das nochmal? Taktiken hier. Sie macht immer die eisige Umarmung. Wenn der Gegner, genau, wenn der Gegner eine niedrige Gesundheit hat. Das finde ich aber eigentlich sehr schlecht, weil wenn der Gegner niedrige Gesundheit hat, soll sie ihn nicht einfrieren, sondern einfach nur draufknüppeln. Einfrieren wäre besser, wenn der Gegner sogar schon voll ist, weil der kann sich ja dann auch nicht bewegen. Das wäre dann, dann würden wir die eisige Umarmung besser ausnutzen. Also würde ich sagen, Gegner unter 100%. Und der Rest ist eigentlich, der Rest ist in Ordnung so. So, dann setze ich vielleicht auch mal öfters den, den Dingens ein. Den, die eisige Umarmung. So, kann ich jetzt, ja, jetzt kann ich, den Bogenschützen angreifen. Alles klar. So, dann, Verteidigung schwächen. Oder hätten sie noch mehr? Oder habe ich geschickt geblockt? So, mal betäuben. Ach, Alistair ist schon tot. Shit. Shit, shit, shit. Komm schon. Reinknüppeln, reinknüppeln. Zwei Waffenstreich. Pam. Hat nicht getroffen. Wunderbar. Oh Gott, Lukas ist auch schon tot. Und ich bin auch gleich tot. Morrigan, das musst du machen. Morrigan, kümmere dich mal kurz um ihn hier. Ich versuche ihn hier auszuschalten. Ich trinke aber vorher noch was. So, zack. Ich mache keine Crits leider. So, jetzt aber. Er ist tot, ne? Jawohl. Er ist tot. Dann mach bei ihm mal bitte die eisige Umarmung. Zack. Okay, jetzt kommen sie da schon. Okay, der ist aber... Der ist easy. Warte, ich gehe mal... Ich gehe mal hier in Deckung. Morgan, du knüppelst einmal drauf. Das dürfte ja reichen. Jawohl. So. Und jetzt, warten wir hier. Nein, wir warten hier, habe ich gesagt. Rixie, wir warten hier. So. Okay, die kommen nicht. Alles klar. Die stehen da hinten wie angewurzelt. So, dann plündern wir hier erstmal. So, Morrigan, dann kannst du eigentlich auch wieder kommen. Taktiken, ja, bla bla bla, brauche ich jetzt gerade nicht. So. Ich bin verletzt. Ja, dann trink was. Komm. Du hast es dir verdient. Du hast es dir verdient. So. Zwei Stück. Ich denke, die kriegen wir hin, oder? Ach, das sind ja noch mehr. Guck mal. Kannst du... Kann ich dich euch nicht irgendwie so ein bisschen... Nö, kann ich nicht. Verdammt, guckt euch das an. Da oben sind noch mehr. Da zappelt es ja überall. Morrigan, ich mache das jetzt mit dir. Und ich sage jetzt einfach mal, ihr müsst euch die Position halten, damit ihr nicht einfach hier nach vorne stürmt. Und ich möchte jetzt mit Morrigan erstmal so aus der Ferne immer so ein bisschen... Ach, Morrigan kann sogar durch Wände schießen. Ja, das passt ja. So, dann Kettenblitz. Autsch. Kommen sie jetzt? Ne, sie kommen nicht. Alles klar. Okay, aber wir haben getroffen, das ist gut. Dann mach nochmal die eisige Umarmung. Wir machen das jetzt mit Morrigan ganz langsam. Ach, jetzt kommt er. So, dann Freaksy. Kannst du ihn hier angreifen? Ihr müsst nicht mehr Position halten, ihr könnt angreifen. Oh, okay. So. Jetzt wieder halten. Dann können wir uns um den nächsten.
Die anderen da oben sind noch nicht aktiviert. Heißt, wenn wir die da unten besiegen, dann haben wir eine Kampfpause. Kann ich dich treffen? Ich bin nicht aus. Nee. Ah, diese scheiß Stühle blockieren. Okay, dann machen wir mal die eisige Umarmung. Ah, er kommt. So. Dann können wir wieder angreifen. So, und... Zack, betäuben. Crits austeilen. Pam und pam. Alter. Morrigan? Nein. Aus. Nicht bewegen. Frixie, du gehst wieder zurück. Morrigan, du kannst von mir aus. Okay, jetzt ist einer von da oben aktiviert. Sind da noch mehr? Ich glaube, da sind noch mehr. Ich werde es tun. Zack. Machen wir uns die Hände schmutzig. Alles klar. Komm schon. Perfekt. So, da ist jetzt noch einer irgendwo. Oder ist da noch einer? Warte mal. Jungs und Mädels, kommt mal mit. Alle auswählen. Kommt mal mit. Ich will jetzt mal was probieren, wenn ich jetzt ganz weit weggehe. Ob dann der Kampf aufhört. Das könnte nämlich sein, dass sie dann das Interesse verlieren. Aber es scheint irgendwie nicht der Fall zu sein. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Na gut, dann müssen wir uns eben doch um diese kümmern. Aber ich trau mich nicht. Wir sind nur zu zweit. Ach doch, gucke mal. Ja, geht doch. Na wunderbar. Dann ruht euch mal ein bisschen aus, Schätzchen. Guck mal, ob wir hier noch was angrabbeln können. Hier ist das eine Nack. Ja, scheint so. Ein paar alte Säcke. Können wir nichts machen. Okay. Alle wieder putzmunter? Ne, Lukas braucht noch ein Stückchen. Lukas braucht noch ein Weilchen. Was hast du denn hier? Bluthusten. Ah ja. Abzug auf Erschöpfung. Ist eigentlich gut, weil wir einen Abzug auf die Erschöpfung haben. Das heißt, es wäre dann wieder positiv. Aber so ist das wahrscheinlich nicht gemeint. Okay. Dann auf in den Kampf. Oh ja, da hinten ist noch ein Magier. Was macht ihr? Jungs, kommt doch mal daher. Jetzt kommt doch mal ran hier, bitte. Ah ja, ein Blutmagier. Ich fände es toll, wenn ihr mal hier runterkommen würdet. Lukas, bitte stürme noch nicht vor. Ja, aber der Magier greift uns an. Morrigan, kannst du bitte den Magier irgendwie angreifen? Wieso kann ich den Magier nicht auswählen? Kacke. Ja, dann mach halt ihn hier. Blitz. Eigentlich kannst du mal die Frostwaffen deaktivieren. Ach, wir haben hier eh keinen Platz. Komm, hau wieder ab, Freaksy. Lass das mal Alistair machen. Oder kann ich eventuell da durch? Ich kann da durch. Wunderbar. Ist das klug, wenn ich jetzt den Magier angreife? So ganz alleine? Vielleicht. Betäuben. So, komm. Knüppel rein. Das ist nur Magier. Da hat keine Verteidigung. Zack. Und ach, er heilt sich. Aber. Zack. Wunderbar. Der Magier ist tot. Das ist sehr gut. Dann du, Kollege. Bei dir schwäche ich erstmal die Verteidigung. Dann mache ich hier mal zwei Waffenstreich. Der fehlt irgendwie oft. Aber ihr regelt das, oder, Leute? Ja, Alistair scheint sich mal allzu gut zu gehen, aber... Passt schon. Ja, tödlicher Schlag geht auch daneben. Geht alles daneben. Wunderbar. So mag ich das. So mag ich meine Talente. Schon, komm schon. Betäuben. Jawohl. Die letzte Sekunde noch. Und zack. Perfekt. Und dann ihn hier noch finishen. Genau, greif Morrigan an. Das ist dein Untergang.
Ja. Ach ja, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Ist das so schwer zu glauben, Alistair? Ich bin enttäuscht. Den Magier können wir nicht looten, aber da hinten war noch einer, den wir looten konnten. Das weiß ich. Genau. Wie ihr wünscht. So. Aufnahmesession scheint auch bald zu Ende sein, aber ich denke, den Dungeon in Anführungszeichen können wir noch kurz machen. Speichern. Morgan. Wieso benutzt du so... Kosten die Frostwaffen so viel? Nee, wieso bist du so erschöpft, Morrigan? Ach doch, die kosten tatsächlich so viel, die Frostwaffen. Mach das lieber mal wieder aus, hier. So, nochmal speichern. Ich mach mal Verstohlenheit schon mal aktiv. Lasst uns still sein. Ja. Still sein ist immer gut. Hallo, ist hier jemand drin? Huch! Das hab ich jetzt ein bisschen erschreckt, du. Du, mein Junge. Ja, dann stürmen wir auf die Market. Oh Gott, Söldner überall. Ich muss bereits was trinken. Alistair, du musst auch was trinken. Okay, müssen wir erstmal uns um dich kümmern. Weil du uns sonst ein bisschen im Weg stehst, Kollege. Muss immer ein bisschen ein Auge auf die anderen haben. Alistair wird scheinbar angegriffen. Tödlicher Schlag. Ja, der tödliche Schlag hat es irgendwie nicht so drauf. Oh, Alistair. Alistair, trink was. Sehr gut. Alistair, geht's wieder gut. Alles klar. Okay, jetzt hier die Blutmagier. Okay, machen wir mal hier den Zweiwaffenstreich. Vielleicht treffen wir beide. Ja, treffen wir sogar. Verteidigung müssen wir nicht, die haben eh keine Verteidigung. Komm schon, und zack, der ist tot, wunderbar. An ihn hier noch. Ja, komm, greif ihn an. Okay, ja, mach das schon. Wunderbar. Sehr gut gemacht. Das ging ja einfach als gedacht. Ist hier drin noch was? Ein bisschen Blut. Okay. Bücher, kann ich da eins angrabbeln? Nope, aber hier kann ich was knacken. Fähigkeit unzureichend. Okay, dann halt nicht. Ja, ein sehr schicker Altar habe ich bei mir zu Hause im Zimmer auch stehen. Ist immer sehr stylisch. Also, muss man zugeben. Da denkt sich auch jeder, hey, hier bin ich willkommen. Kann ich euch nur empfehlen. So, was ist hier eigentlich drin? Speicher lieber zuerst mal. Ach, nur Loot. Alles klar. Fähigkeit unzureichend. Plündern wir halt die gammelige Holzkiste hier. Wow. Du bist ein Scheißschurke, Freaksy. Ganz ehrlich. Was ist das hier? Ein Hund. Na, guck mal, Lukas, das bist du. Guck mal. Winzelt mitleiderregend. Wieso winzest du jetzt? Kannst du mir mit diesem ganzen Blut helfen, das? Ernsthaft, das... Okay. Alles klar. Gut. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Autsch. Da ist ja überall Feuer. Okay, dann... Stürmen wir einfach mal rein. Das sind ja zum Glück nicht viele. So, zack. Aua. Auf mich zu betäuben, Mensch, Junge. Ja, dann halt ihn hier. Ist mir wurscht. So, betäuben. Ja, okay, das geht natürlich auch von Morrigan. Moment, Crits austeilen, bitte. Zack. 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 Oh je. Was für eine Sauerei. Das hast du doch gerne, oder? Natürlich, so ist die stärker. Nope, ist genau die gleiche. So, ihn hier können wir noch looten. Da bin ich aber froh, dass es genauso geschieht. Hier was angrabbeln? Nope, alles nicht zum Angrabbeln.
Ach Mann, Freaksy. Sei doch mal nützlich. Oh. Ah, da war eine Schachpartie. Genau die gleiche, die... Keine Ahnung, was die machen. Okay, überhaupt nichts haben wir gekriegt hier. Wunderbar. Finde ich gut. Daumen hoch. Auf jeden Fall. Hallo. Na? Ich mach mal hier wieder Verstohlenheit. Und Dragon Age funktioniert nicht mehr. Gut. ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich es wieder gestartet habe. Bis gleich. Zum Glück habe ich gerade eben noch gespeichert. Na dann, Verstohlenheit und bitte nicht direkt das ganze Spiel abschmieren. Wäre es ja vorteilhaft. Na? Scheint zu funktionieren diesmal. Ach ja, warte mal. Wir könnten direkt nochmal kurz gucken. Video. Grafikdetails habe ich schon. Texturendetails. Ich schalte mal alles ein bisschen runter. Ich habe mal gelesen, dass es eventuell daran liegen könnte. Also ich meine nicht, dass mein PC nicht damit klarkommen würde. Das schon. Oh Gott. Wie alles plötzlich so dunkel ist. Lag das an den Texturen? Nope. Lag das an den Grafikdetails? Ja. Okay, warte mal. Dann machen wir einfach nur die Texturen ein bisschen hier runter. So. Okay. Speichern. also mein PC würde es schon hinkriegen, aber das Spiel ist irgendwie nicht so ganz stabil. Aber na gut. Ja. Machen wir erstmal Preußen hier schön auf den Boden klatschen. Und dann schön langsam hier durchwarten. Ihr macht das schon. Freunde, ihr macht das schon. So, dann greifen wir mal den Barbarian. Zack. Betäuben. Zack. 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 Und schon Verteidigung schwächen. Oh, mir geht's nicht so gut. Ach so, die kommen hier nicht durch. Warte mal, ich glaube, das kann man kaputt machen. Hier, mach doch mal die Barrikade kaputt. Ich glaube, das geht so, oder? Ja, das geht. Morgan kann natürlich durchschießen, aber... Okay, das war... Das war nix. Alistair... Ja, die geht's auch nicht so gut. Greif mal ihn hier an. So, den kriegst du noch. Kriegst du nicht. Alles klar. Morrigan. Du greifst bitte mal den Mabari hier kurz an. Zack, wunderbar. Lukas, was ist los? Greif weiter die Barrikade an. Und Morrigan, du machst mal ihn hier platt. Ah, sehr gut. Die Barrikade ist kaputt. Lukas, kannst du bitte ihn hier angreifen? So. Oh, ist das ein Magier? Oh, das ist ein Magier. Scheiße. Kannst du einen Wundumschlag benutzen, Lukas? Geht das? Ich hoffe mal. Du auch bitte. Okay, das scheint zu funktionieren. Dann, Lukas, bitte ihn hier angreifen. Was kannst du hier? Schreckensgeheul. Okay, du kannst nichts mehr machen. Nichts Gutes. Aber du kannst trotzdem ihn hier angreifen. Ah, machst du schon. Okay. So. Eisige Umarmung. Dann... Kannst du sonst noch was machen? Nee, gerade nicht. Jetzt kannst du einen Blitz machen. Das hat geklappt. Sehr schön. Und dann ihn hier noch. Lebenskraft entziehen. Eisige Umarmung. Alles raushauen. Und Wunderbärchen. Sehr schön. Hätten wir das. So, alles looten hier. Die haben nix. Was haben wir hier noch so Schönes? Da wird es weitergehen. Warte mal. Warte mal. Ach so, okay. Hier geht's auch in den Raum. Hier geht's dann auch in den Raum. Okay.
Gut, ich glaube, das werden wir nicht mehr schaffen in diesem Part. Habe ich hier eine Karte? Okay, das scheint nicht der letzte Raum zu sein. Ich würde sagen, ich mache hier Schluss, weil das scheint noch nicht das Ende zu sein. Es geht ja noch weiter. Dann machen wir das halt im nächsten Part fertig. Und ja, bis dahin würde ich dann sagen, macht's gut, Leute. Und wir sprechen nochmal mit Lukas. Immer noch mitleiderregend. Willst du nicht was Tolles finden für mich? Sei nicht so eine Memme. Wir müssen jetzt den Part beenden. Du musst jetzt stark sein, Lukas. Sei stark. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Leute. Alistair guckt sich auch schon ganz depressiv die Wand an. Und tschö.